Eine Schule im Salzkammergut mit Ausblick und Vielfalt. Das Agrarbildungszentrum in Altmünster ist einer der schönsten Schulen in Österreich. Innovativ und am Puls der Zeit lernen die Schülerinnen und Schüler fürs Leben. Die sind nicht nur im Klassenzimmer, sondern die kennen alles, was sie im Klassenzimmer eigentlich lernen. Unten in den Werkstätten und in den Lehrküchen und in den ganzen super ausgestatteten Werkstättenräumen, die wir haben in der Schule, ausprobieren. Und da braucht man dann nichts mehr lernen, sondern sie können es wirklich machen. Und somit findet eigentlich wirklich fast jeder und jede seine Leidenschaft, für die er brennt. Und da setzen wir dann an und dann macht es richtig Spaß, wenn man merkt, sie haben was gefunden, was ihnen gefällt. Und dann kann man es beruhigt nach den 3 Jahren entlassen und man weiß, sie finden wirklich ihren Weg. Ja. Man sägt überall ein bisschen rein und man kriegt von allem ein bisschen was mit und man hat ganz viel Unterricht, also ganz viele verschiedene Stunden auch. Es gibt ganz viele unterschiedliche Fächer, man kann voll die coolen Sachen machen, es gibt da so viel Verschiedenes zu machen, so eine große Auswahl an Schwerpunkten und so. Wir verstehen uns ja voll gut immer mit den Lehrern eigentlich. Und die Schüler untereinander verstehen sich auch immer voll gut. Das Ausbildungsangebot umfasst 2 Fachrichtungen, die Landwirtschaft und die Hauswirtschaft. Ab dem Jahr 2024 wird sogar eine Kombination aus beiden Schwerpunkten angeboten, Hauswirtschaft und Landwirtschaft, welche ebenfalls 3 Jahre dauert. Einzigartig ist auch das Genusscafé in der Schule und der Genussladen, die in den Unterricht integriert sind. Ja, einfach, das ist eine andere Art Einkaufen ist. Es ist viel persönlicher, als wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe. Egal, ob das jetzt ein Brot ist, ob das ein Brioche ist, ob das ein guter Speck ist. Oder wenn zum Beispiel die Schüler das Joghurt selber machen, auch Gewürze, Marmelade, eingelegte Sachen, Eier zum Beispiel. Also alles, was hier frisch aus der Region angeboten wird. Erlernen und erleben in Altmünster direkt am Traunsee. Besuchen Sie den Tag der offenen Tür am 29. September von 14 bis 18 Uhr.